Hallo YouTube, mein Name ist Karl, ich bin Vollzeit-YouTuber und Vollblut-Entrepreneur. Heute gucken wir ein Video von Alexi Bexi, den ich sehr mag, mit dem Titel Ersatzprodukte, so ein Scheiß. Ich mag es, wenn Leute ragen, ich rage selber sehr gerne, rein in den Lachs. Rasta, I be a Rasta, I be a Rotblood, man. Rasta, I be a Rasta, I be a Rotblood, man. Ersatzprodukte. Nein, eher der Umgang mit Ersatzprodukten. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ohne der Möglichkeit, etwas anderes außer Nebenprodukte von 2, 3, 4 oder mehr Beinern oder auch die meistens aber nicht immer toten Tiere selbst zwischen unsere Kauleisten stopfen zu können, wäre unser Ernährungsplan weiterhin genauso eintönig und zweckmäßig wie der Kühlschrankinhalt bei Oma und Opa. Aber warum im Namen der Mad-Eagle-verehrenden Wurstzurzler haben sich Tierproduktvertilger für Tierproduktverweigerer solch dumme Bezeichnungen wie Ersatzprodukte ausdenken müssen? Auch wenn sie gar nicht neben dem äquivalenten Produkt stehen, sondern in ein eigenes Regal gesteckt werden, nur damit man auch ganz klar unterscheiden kann, was nun mit einer gottgegebenen Wurst gemeint ist oder nicht. Oder ja, der Grund ist ja ganz einfach, ne? Verbraucherschutz. Verbraucherschutz. Die Milchindustrie zum Beispiel ist da sehr, sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ne? Seit Jahrzehnten gibt es Scheuermilch, aber Scheuermilch ist keine Gefahr. Aber wenn Hafermilch heißt, holy shit, das könnte ja eine Alternative sein zur Ausbeutung von Milchkühen. Und das wollen die natürlich nicht. Ne? Deswegen darf das nicht Hafermilch heißen, sondern Haferdrink. Ja, das oder Hafergetränk. Oder Melki. Oder Milch. Oder not Milch. Ja, das interessiert die, wenn es zum Konkurrenzprodukt wird. Ne? Und ich persönlich sehe das einfach nur sportlich. Ja, man muss das sportlich sehen. Und ich glaube, die Firmen sehen das auch sportlich. Die Firmen wissen, dass die Industrie tierischer Ausbeutung Angst bekommt, dass immer mehr Menschen darauf verzichten, Fleisch zu essen. Noch nie wurde so wenig Fleisch gegessen wie 2021. Es sind Rekordtiefzahlen. Die Industrie struggelt. Man verdient sowieso kein Geld mehr damit. Und auch für den Klimawandel ist einfach die logische Konsequenz, mit dem Müll aufzuhören. Und deswegen versucht man natürlich alles, um diesen nicht zu verhindernden Vormarsch ein wenig aufzuhalten. Und deswegen gibt es keine Hafermilch, sondern nur noch ein Haferdrink. Eigentlich hasse ich Mainstream, aber den Veganismus feiere ich. Ja, ne? Ich denke mal, mit 1% VeganerInnen in Deutschland kann man da schon vom Mainstream sprechen. Das. Ich weiß, der Ursprung liegt im lobbygeführten Bashing, Wurst nicht Wurst oder Milch nicht Milch nennen zu dürfen, weil es bei den meisten sonst zu Verwirrungen vor dem Supermarktregal kommt. Das EU-Parlament hat zwar vor etwa einem Jahr den feuchten Fleischnamensverbote-Traum zerplatzen lassen, dafür aber die Regeln bei Milch- oder Milchfolgeproduktalternativen weiter verschärft. Deswegen gibt es jetzt so herrliche Dinge wie Unmilk, Schnottmilk, Vlei oder einfach nur Drink. Oder manchmal auch noch Ausnahmen wie Filets oder Fisch. Aber Fisch vom Feld ist auch einer der nicesten Namen, die es gibt, ne? Also der Fisch hier heißt oder der, warte. Manchmal auch noch Ausnahmen. Hier, der heißt einfach Fisch vom Feld. Das ist der nicesten Namen, den es gibt. Fisch vom Feld. Fucking Fisch vom Feld. Großartig. Hat übrigens auch einiges an Omega-3 drin, ne? Für die ganzen Leute, die sich Gedanken machen um ihren Omega-3-Haushalt, ne? Und sich deswegen einmal die Woche noch leckere Fischstäbchen mit Blattspinat reinzwiebeln. Das tut's auch, ne? Ist auch genug Omega-3 drin. Aus Algen. Und wenn ihr euch fragt, Karl, aber man kann doch auf gar keinen Fall Omega-3 aus Algen bekommen. Fragt euch mal, wie die Fische hier Omega-3 in die Fettsäure kriegen. Wie Filets oder Fisch, weil die Angst wohl immer noch. Es ist einfach so, wir essen Fische, um Omega-3 zu bekommen, und die Fische kriegen das aus Algen. Also brauchen wir einen Fisch, der für uns Algen isst, statt die Algen selber zu essen. Das ist ja schon großartig. Zu groß ist? Oh, oder hier. Statt Pizzakäse heißt es Reibegenuss. Statt Käsescheiben sind es nussige Genießerscheiben. Statt Joghurt ist es ein Becher mit Aufdruck. Denn leider kriegen die festgefahrenen Gesichtswurstboomer nicht auf den Trichter, dass Ersatzprodukte eben nicht ein Ersatz, sondern eigentlich. Das ist ja ekelhaft, ne? Oh. Eigenständige Alternativen, beziehungsweise genauer gesagt eigenständige. Weißt du eigentlich, dass man hier. Ich bin geimpft. Ein paar. Dass man hier ungefähr. Simply wie Beste. 25 geschredderte und dann panierte Hühnchen in was auch immer da alles für Tier drin ist, einrollt und denkt, das ist fucking lecker und für Kinder. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen.
Produkte sind. Ich meine, ich trinke doch keine Katzenmilch, weil ich einen Milchersatz haben will. Ich will etwas anderes. Nicht nur, weil man etwas anderes schmecken will, sondern weil man auch etwas anderes für sein... Er isst gerade 20 Badewannen. Umfeld tun möchte. Hier, Hafermilch zum Beispiel. Die hat ganz nebenbei von allen Milchsorten die ja, beste Mann, Öko. Ja, Mann, zeig's ihm. Das Weiße ist übrigens Kuhmilch. Ne? Und der Wasserverbrauch bei der Kuhmilch, der ist auch falsch. Die Quelle hier von Quarks ist kompletter Mumpitz. Weil auch der Wasserverbrauch bei Kuhmilch sehr viel höher ist. Was man hier allerdings tut, ist die Tierhaltung rausnehmen. Also, die Verarbeitung von Milch zu Milch im Tetrapack verbraucht weniger Wasser als die von Reismilch oder von Mandelmilch. Aber wenn man die Nutztierhaltung damit beinimmt, tja, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Also auch von der, also auch was den Wasserverbrauch angeht, ist diese Quelle von Quarks hier ziemlich falsch. Die haben sie aber mittlerweile schon verbessert. Ne? Also Quarks ist mittlerweile relativ auf Zack, was ihre Quellensicherheit angeht, weil ansonsten wären sie ja auch genervt. Ne? Ich selber schreibe ja Quarks auch regelmäßig. Lanz, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt kommt mit, du schmeckt nicht. Warte, ich muss es zeigen. Ansonsten, man kann ja viel erzählen, aber ich muss das ja auch zeigen. Ne? Hier ist eine Pure Science Quelle und da sehen wir Emissions, Land Use, Water Use. Alles ist bei Dairy Milk um ein Vielfaches höher. Der Wasserverbrauch von Reismilch und Mandelmilch ist tatsächlich sehr viel höher als der von Hafermilch oder von Sojamilch. Aber bezieht man die Nutztierhaltung, die man ja benötigt, um Kuhmilch herzustellen, weil, sollte viel überraschen, ohne Kuh keine Milch, dann ist auch, was der Wasserverbrauch angeht, die ganz normale Kuhmilch mit am schädlichsten von allem. Und die Quarksquelle bezog sich auf eine Studie, die, ihr werdet jetzt lachen, also die Quellen der Quarks-Grafik sind von einer Studie, die von der neuseeländischen Milchindustrie in Auftrag gegeben worden sind. Und dass bei der neuseeländischen Milchindustrie jemand der Meinung sein könnte, dass es ja von Vorteil wäre, wenn die Milch aus der Kuh weniger Wasser verbrauchen würde als andere Alternativen, kann man nicht jetzt auch wieder, ne? Also, ja. Übrigens, und das auch an die ganzen Leute da draußen, wenn ihr Vegan Speaker werden wollt, wenn ihr mehr machen wollt im aktivistischen Bereich, dann ist es absolut wichtig, dass ihr euch so einen Wissensfundus aneignet und ihr seht so eine Grafik und wisst, ob sie richtig ist oder ob sie falsch ist, wo ihr die richtigen herbekommt und warum die falsche falsch ist. Das ist das Allerwichtigste. Die Leute werden mit dem letzten Scheiß kommen, um den Kack, den ihr erzählt, zu widerlegen. Ihr müsst da und flieg sein. Ne? Ist auch klar. An Kindheitstagen gewöhnt und keine Lust mal herumzuprobieren. Oh. Versucht man nach mehreren Jahren Pflanzenmilch wieder Tiermilch zu trinken. Der Körper denkt sich dann erstmal so, what the fuck? Aber warum muss eine Wurst ohne Fleisch wie eine Wurst mit Fleisch aussehen? Naja, vielleicht, weil sich Dreiecke, Trapeze oder Helixkurven nicht so genüsslich in den Mund schieben lassen. Ich meine, das, was ist von... Naja, der eigentliche Grund ist, weil ja weder Geschmack noch Form noch sonst irgendwas von VeganerInnen abgelehnt wird. Also nur weil man anfängt, sich vegan zu ernähren, heißt das ja nicht, dass eine Beefy nicht trotzdem lecker ist. Ich zum Beispiel liebe Beefy. Und ich liebe den Geschmack von Beefy. Und ich habe mir, wann immer ich eine Beefy gesehen habe, eine Beefy gekauft und eine Beefy gegessen. Ich lehne die Beefy nicht aus geschmacklichen Gründen ab oder weil sie aussieht wie eine Beefy, sondern ich lehne Beefy ab, weil dafür Lebewesen sterben müssen und auf ungeheure Art gequält werden. Deswegen lehne ich die ab, nicht wegen des Geschmacks. Ja, und das gilt für alle fucking Produkte. Wenn ich mir Chicken Nuggets reinfeuern kann, ohne dass dafür Hühner geschreddert werden müssen, dann tue ich das. Ja? Wenn Erbsen oder Hafer oder Soja oder Seitan oder sonst irgendwas geschreddert wird, damit ich meine Chicken Nuggets habe, dann feuere ich mir das rein. Ja? Nur nicht, wenn Hühner geschreddert werden.
So einer klassischen Wurstware sieht doch auch nicht aus wie eine Wurst. Es sei denn, du Schweine hier, frisst Dackel. Das sind doch einfach Formen, die man gut handhaben kann. Es hat schon einen Grund, warum Dildos halt aussehen wie Dildos, nicht wahr? Und das Auge ist nun mal mit. Ich meine, genug Studien haben bewiesen, dass uns schöne Dinge glücklich machen. Ich das sind nun mal bewährt schöne Formen, Farben, Muster. Und wenn sie nicht aus Körperresten bestehen, why not? Aber warum muss eine Wurst ohne Fleisch wie eine Wurst mit Fleisch schmecken? Wisst ihr, die durchschnittliche Supermarktwurst besteht aus Fett und Gewürzen, das in einen echten oder künstlichen Darm gepresst wird. Also ziemlich genau so, als würdet ihr euren Penis in ein Kondom schieben. Und die Alternativen bestehen aus Fett und Gewürzen. Nur eben ohne, dass ein fleischiger Penis in ein Kondom geschoben werden musste. Und wenn es irgendwo mal um puren Geschmack geht, dann ist das enorm individuell. Teuer. Und die allermeisten sind so weit weg davon, dass sie gar nicht wissen, was das bedeutet. Und wenn, dann wird sowieso alles immer mit Käse, Gemüse, Soßen oder was zum Fick auch immer zugeklatscht. Allein deswegen könnte man das, ich nenne es mal, unnötige Abklatschfleisch im Alltag auch lassen. Aber warum will eine Wurst ohne Fleisch auch wie eine Wurst mit Fleisch heißen? Was sind ich? Weil das seit Jahren, Jahrzehnten gängige Begriffe sind, die jeder versteht. Ich meine, guckt euch Rügenwalder an. Der Wurstladen vor dem Herrn ist da völlig schmerzfrei. Ja, bitte? Rügenwalder. Teewurst? Alle. Wie viel? Alle. Feierabend wieder so fit. Also mutmaßend entweder, weil sie eh zu denen gehören, die über Namen entscheiden und andere dafür ficken könnten, oder weil sie einen Fick drauf geben. Über 60% derer Produkte sind bereits ohne zermatschte Tiere. What the fuck? Stand man früher vor winzigen Regalen, gibt es heute haufenweise... Übrigens, diese hier... Zermatschte Tiere. What the fuck? Stand man früher vor winzigen Regalen... Hier. Ventastic Simsalami. Das hier ist ein absoluter Gamechanger. Diese Salami, wenn ihr die irgendwo seht, kauft sie euch. Holy shit, ich bin wirklich ein Salami-Freund, weil das Einzige, was mich so wirklich immer mit meiner Heimat verbunden hat, ist stracke Wurst, ne? Also Salami. Immer wenn ich an Zuhause denke, denke ich an Salami-Geschmack. Das ist so. Ich kann es nicht ändern. Und das schmeckt wie zu Hause. Und dafür muss kein Tier leiden. Ist großartig. Regalen gibt es heute haufenweise Produktlinien von unterschiedlichsten Anbietern. Ja, aber alle Ersatzprodukte kommen doch aus dem Labor, da ist doch nichts echt. Also, wenn man sich mal so anguckt, was Tiere aus der weltweiten Massenhaltung, die übrigens überall unterschiedlich kacke ist, neben Scheißfutter noch alles an Medikamenten reingeworfen bekommen, damit sie nicht vom frisch verreckten Stallgenossen nebenan infiziert werden, dann ist die Kombination aus Weizeneiweiß, Essig, Karotine oder... Jetzt übrigens habe ich eine Fangfrage für euch, ne? Tierhaltungsquiz. Ist das hier, was ihr hier seht, die schlechteste Haltungsstufe, die wir haben? Oder? Es ist Bio. Es ist Bio. Ja? Eine der Voraussetzungen sind übrigens Fenster. Ne? Fenster und Durchzug, Freiland. Ja. Das ist tatsächlich eine der besten industriellen Haltungsstufen für Hühner, die es gibt in Deutschland. Fenster, ja, Fenster. Und noch nicht mal das ist eine Voraussetzung, um ein Bio-Zertifikat zu bekommen. Noch nicht mal Fenster sind notwendig, um ein Bio-Zertifikat zu bekommen. Das hier ist auch Bio. Hier sieht es dann jetzt Bio-Tierhaltung drin. Also unterscheidet sich nicht von konventioneller Bodenhaltung. Man hat diese Metallregale, man hat unten hier so einen staubigen, zunehmend zugekoteten Boden. Ich bin halt immer wieder fassungslos, dass das halt wirklich von den Leuten als Bio abgekauft wird. Also die Leute kaufen ja im Supermarkt eine Produktpackung, wo irgendwie eine grüne Wiese drauf ist und irgendwie zwei Hühner und ein Hahn oder so. Bio. Und denken, okay, prima, habe ich mein Geld extra für bezahlt, dass ich jetzt ein gutes... Das hier ist eine der höchsten Haltungsstufen, die wir für ein fühlendes, lebendes, denkendes, planendes Lebewesen haben. Das hier... ist, wenn ihr Tierwohl kauft. Überall unterschiedlich kacke ist, neben Scheißfutter noch alles an Medikamenten reingeworfen bekommen, damit sie nicht vom frisch verreckten Stallgenossen nebenan infiziert werden, dann ist die Kombination aus Weizeneiweiß, Essig, Karotine oder Rote-Bete-Saft deutlich weniger gruselig. Aber ja, es ist wie mit vielen anderen Dingen. Wir kennen es nur so. Wir haben es bis hierhin so gelernt. Und je länger wir im Leben mit bestimmten Lebensweisen herumgewandert sind, desto schwieriger ist es, aus gewohnten Konstrukten sich zu lösen oder auch mal über den Tellerrand zu blicken. Das hat etwas mit individueller Angst zu tun. Das hat vielleicht auch etwas mit zurückhaltendem Gruppenzwang zu tun. Das hat aber vielleicht auch einfach nur etwas mit persönlicher Überzeugung zu tun. So oder so, ich will niemanden bekehren, niemanden überreden zu irgendwas. Ich selbst habe viele Jahre gebraucht, das hier alles so einzuordnen.
Alles ist ein Prozess. Und vielleicht befinden wir uns auch gerade in einer Art Übergangsphase. Eine Phase, in der manche durch den Begriff Ersatzprodukte eine geführte Orientierung bekommen, was es noch so gibt, neben dem, was man sonst seit Jahrzehnten so isst. Aber grundsätzlich verweigern sollte man sich zumindest nicht. Denn das wäre echt... So ein Scheiß! Ja, alles in allem doch eine sehr positive Nachricht, ne? Ich persönlich denke ja immer, wenn man solche Videos schaut, dann kommt man am Ende dann immer zu dem Entschluss, ja, das ist eine wirklich gute Sache. Ich werde ab jetzt auch mal gucken, ob ich nicht mal so ein veganes Ersatzprodukt ausprobiere, ne?